Hallo zusammen, ihr habt euch eine Ecoflow, eine Bugatti, eine Oki oder irgendwas gekauft, so eine Powerstation. Und jetzt ist die Frage, kann ich den Strom aus dieser Bugatti, jetzt hier eine Batteriebox von mir, ins Netz einspeisen? Da sehe ich so aufwendige Konstruktion, dass dann über die Bugatti oder Ecoflow hochgefahren wird, über den Wechselrichter, dann über ein Netzgerät runter und dann ein Solareinspeiseinverter oder so ein Mikroinverter verwendet wird und so der Strom ins Netz eingespiesen wird. Ihr habt so eine Ecoflow mit einem passenden Solarzelle, ihr kriegt die voll, meistens so einen Tag, je nach Solarzelle. Und jetzt ist die Frage, wie bringe ich das von der Box oder von der Batterie in diese Steckdose hier? Ich habe hier so ein Mikro-Einspeiseinverter mit 50 Watt. Nicht lachen, 50 Watt ist nicht viel. Aber 50 Watt mal 24 Stunden sind 1,2 Kilowatt. Klar ist das auch nicht viel, das sind dann jetzt bei uns dann nächstes Jahr 2023 34 Cent. Momentan sind wir noch auf 15. Kommentarlos. Und dieser bringt dann, wenn die Solarzellen das natürlich bringen, 30 Cent im Tag, könnt ihr ausrichten, wie lange das ihr braucht. Nur, wenn ihr diese Ecoflow schon habt, steht im Keller, oder mit der Solarzelle steht auch im Keller, das könnt ihr montieren bei euch auf dem Balkon oder sogar hinterm Fenster, nur da bringt es dann nicht so viel. Und ihr könnt die laden und habt für den Notfall, klar, logischerweise, was ihr es ja gekauft habt, eventuell für einen Stromausfall, aber so könnt ihr das relativ einfach amortisieren. Wie funktioniert das? Ich habe zum Beispiel hier so einen Zigarettenanzünder, den stecke ich hier ein. Klar muss ich einschalten, aber nicht den Wechselrichter, sondern nur den Ausgang für 12 Volt. Bei der Batteriebox hier, da habe ich noch diese Stecker. Dann nehme ich diesen Wechselrichter mit dem Stecker hier, ist kein Problem. Und wenn ich nur eine Batterie habe, gibt es noch die Lösung vom Wechselrichter mit diesen Batterieklemmen, also O-Ringe 8 mm, das ist der Standard heute bei Lithium-Batterien. Man kann ja auch wegschneiden und direkt hinklemmen. Wenn ihr eine Bleibatterie habt, geht das nicht, weil diese Wechselrichter nuckeln die Lithiumbatterie immer leer und dann zerstört ihr eine Bleibatterie. Eine Bleibatterie muss also immer gut geladen sein. Bei der Lithiumbatterie, Lithium-Eisenphosphat, spielt es keine Rolle. Aber jetzt gehen wir zurück zu diesem Einspeiseinverter. Der leuchtet jetzt rot, der ist auf Störung, weil ich habe natürlich das Problem, ich habe hier nicht angesteckt. Das heißt, ich stecke den hier bei diesem Stromzähler ein und dann geht es im Moment, dann taktet er hoch und fängt eigentlich die Batterie hier zu entladen. Das ist das Gegenteil von einem Ladegerät. So wird der hier eingespiesen und wir sehen jetzt auch hier die Leistung und ich habe natürlich auch hier eine App und wir schauen das hier in der Nähe die beiden Zähler an. Aber also ist hier das App, hier leistet die Batterie 4,4 Ampere und hier zieht er 50 Watt. Und wenn ich den Stecker hier rausziehe, dann geht er auf 0 und hier auch auf 0. Und wenn ich den Stecker wieder einstecke, passt er sich an, es geht im Moment. Er fährt dann langsam hoch mit der Leistung, aber ihr wollt ja nicht ein- und ausstecken permanent. Wir sehen hier 11, 12 Watt und hier 1,8 Watt. Klar, die Anzeige ist nicht ganz so schnell wie der Strom.
oder 2 Ampere und das jetzt mal die 13 Volt, dann seht ihr die Leistung, die hier von diesem Wechselrichter ins Netz eingespiesen wird. Und so gehen wir in Richtung Guerillakraftwerk. Das ist der Strom, der eingespiesen wird. Und das ist der Strom, die Leistung, die aus der Batterie kommt. Also wenn wir jetzt die 4,8 rechnen mit 13, haben wir mehr als die 15 Watt. Aber wir haben natürlich eine Verlustleistung auf diesem Einspeiseinverter. Wir haben hier die grüne Lampe und jetzt kommt das Thema, ja, das ist gefährlich. Hier habe ich ja 230 Volt, das kann mich zu Tode schlagen. Ich kann also den Stecker rausnehmen und hier anfassen, da passiert nichts. Dieser Wechselrichter hat einen Schutz, dass der gerade vom Netz geht und hier keine Spannung mehr drauf ist. Und jetzt habe ich natürlich wieder rot, weil keine Ladung da ist. Und sobald ich den wieder einstecke, wechselt der dann hier wieder auf grün. Da seht ihr, dass er was lädt. Sonst zur Installation. Ich muss den effektiv am 12 Volt Ausgang anstecken, hier einstecken und dann habe ich 50 Watt, die ins Netz eingespiesen werden. Und 50 Watt ist das, was ihr eigentlich selber braucht. Das ist, irgendwo läuft ein Radiowecker, da läuft der Kühlschrank, da läuft irgendwie ein Kleinverbraucher, ein Netzgerät, die Steuerung von der Heizung, vom Gasbrenner, vom Warmwasser, Wärmepumpenboiler läuft die Steuerung. Klar sind das nur immer Kleinverbraucher, aber die summieren sich. Und so habt ihr nicht eine Einspeisung ins Netz, sondern so eine Stromzählerbremse. Der Zähler bei euch läuft einfach langsamer. Und diese hier Batteriebox, das ist mein Produkt, aber eure EcoFlow oder sonst was, die könnt ihr dann wieder laden, sobald Sonne kommt. Da kommt auch mehr. Da kommen mehr als 50 Watt. Je nachdem, was ihr für Zellen habt, da kommt viel in die Batterie rein und diese wird dann langsam wieder entladen, langsam euren Stromverbrauch gedrosselt. Ihr braucht immer noch Strom, weil Strom, das, was erzeugt wird, muss eingespeist werden und so weiter. Man kann Strom nicht in großem Maß speichern. Unten verlinke ich euch diese verschiedenen Einspeisestecker. Wir haben auf dem Schweizer Shop logischerweise einen Schweizer Stecker und auf dem deutschen Shop haben wir den deutschen Schuko-Stecker. Aber wenn ihr natürlich in die Schweiz kommt und sagt, hey, ich fahre hier sowieso über die Grenze, ich will das Teil in der Schweiz kaufen, in der Schweiz ist es günstiger, weil wir weniger Mehrwertsteuer haben. Der Preis ist unter der Freigrenze, ich kann also als Preferred-Person in die Schweiz kommen, einkaufen und wieder zurückfahren. Dann kriegt ihr in der Schweiz auf Wunsch natürlich auch einen Schuko-Stecker. Das Thema Mehrwertsteuer verlinke ich euch hier unten, da gibt ein Video betreffend der Mehrwertsteuerbefreiung auf Solarprodukten. So eine Batterie ist ja irgendwie, könnte man die als Solar einsetzen oder so eine Batteriebox, den Wechselrichter. Und so wünsche ich euch einen schönen Tag.